Mr. X hat keine Nukes. Okay. Noch nicht. Da ist schon wieder dieses noch nicht. Das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal. Doris paranoid geworden. Der hat die ganze Folge nur darüber geredet, dass er dich auslöschen will, weil du einen Nuke hast. So, was gibt's denn jetzt hier zu klären? Also, Herr Steinkopf. Guck mal, du machst Gambo die ganze Zeit fertig. Deswegen gebe ich Gambo jetzt einfach den Knopf. Ich werde da jetzt drauf drücken, ist mir egal. Zack. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Yeah. Warum ist deine Melone jetzt blau? Wegen dir? Die ist blau angelaufen. Oh Mann, der Arme, ist wohl, wirklich. Da wurde wohl die Sauerstoffzufuhr gekappt. Ach, pass mal auf. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Boah, ist das etwa der seltene Cleanstone? Ja, davon habe ich einen ganzen Stack in der Kiste gefunden. Wow! Also folgendes. Ich will mit dir wetten, wie viele von diesen Steinen ich in einer Sekunde kaputt machen kann. Das ist echter Stein. Also, wir könnten ihn jetzt auch nochmal abbauen und wir können, ja. Warte mal, ich habe Behutsamkeit drauf, warte, ich baue ihn nochmal ab und du kannst ihn noch aufbauen, okay? Okay. Ups, hab Feuer gefangen. Warum fängst du Feuer? Weil mein Stab aus einer Lohe ist, deswegen, da fängt man an zu brennen. Wie random. So, hier, dann platzieren wir nochmal den gleichen Cube. Du siehst, das ist ganz normaler Cleanstone. Das ist normaler Cleanstone, ich, ja. Ich leg mich mal kurz bei Ben ins Bett. Oh, da komm ich doch mit. Oh, so gemütlich hier. Und man kann direkt durch Stargate gucken. Yippie. Oh, falsche Richtung. So, also, so, um was wollen wir wetten? Also, warte, erstmal will ich ja meinen Tipp abgeben. Genau, gib deinen Tipp ab. Na, warte, ich sag eine Schicht. Ich sag eine neun. Eine Schicht. Neun. Neun, okay. Bist du bereit? Warte, wo bist du? Da gucke ich jetzt aber ganz genau hin. Okay, ja. Pass auf. Nee, warte, warte. Ich gucke mir das sogar von oben an. Ich schaue mir das sogar von oben an. Okay. So, jetzt. Bereit? Ja. Ist das ein Artefakt? Oder ist das deine, hier, deine Tetra-Gedöns da? Ja, also meine Spitzhacke. Oh, wir können hier sogar noch mehr machen, oder? Hä, hey, ist das krank, als ob das so ein Autominer einfach hat. Schau dir das an. Aber macht der das nur mit Stone oder warum hat der hier überlebt? Der macht immer mit gleichen Blöcken. Oder ähnlichen Blöcken. Die müssen eine gleiche Stärke haben. Dann komm mal mit ins Labor. Auf ins Labor! Oh mein Gott, nein. Bitte sag mir jetzt nicht, dass wir da 20 Minenschächte haben. Gambo, man muss Steine abbauen, um diese Tools zu leveln. Man muss diese Tools leveln. Man muss die Tools leveln. Schreibt in die Kommentare. Hier ist das Loch. Ja, Loch. Ja. Fall nicht zu tief, Gambo. Hast du hier alles links und rechts abgegrast? Ja, hier gehen überall Gänge rein. Oh mein Gott, hier ist ja auch ein Riesending. Ja, hier sind auch riesige Höhlen. Komm mal wieder hoch, Gambo. Ich gebe dir ein Dia, wenn du hier den Water Emulgy schaffst. Warte mal, bist du? War das absichtlich oder hast du noch versucht, dich zu morphen oder hast du wirklich den Water Emulgy versucht? Nee, das war mit Absicht für den Clip, weißt du? So. Das habe ich nur für den Clip das getan. Das war ein funny Clip. Das war wirklich ein sehr lustiger Clip. Ich hab schon ein bisschen geschmunzelt, muss ich sagen. Warte mal, hast du hier unten noch eine gezündet? Du bist ganz unten, oder? Ja, da. Hä? Du hast da alles weggebrutzelt. Ja. Warum wurde denn da unten noch eine gezündet? Das raff ich jetzt nicht. Ich wollte das Labor ein bisschen vergrößern. Ich habe aber auch nach besonderem Bedrock gesucht und habe es nicht gefunden. Hier spawnen natürlich auch immens viele Monster. Ja, wir müssen hier mal ein paar Fackeln aufstellen. Ja, wenn du jetzt natürlich hier einfach ansetzt, wirklich, das ist komplett gestört. Guck dir das an. Oh, mir ist schon Müller. Ja, das ist krank. Ich war noch nicht mal richtig da mit Strip-Mine. Ich habe das hier alles nur gemeint, damit ich meine Picke leveln konnte. Ich habe da drauf gedrückt. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so ein Hammer. Wenn man irgendwas schmiedet und man hat nicht die Stärke dafür, kann das von oben runterhämmern. Wo habe ich meine ganzen Geoden abgelegt? Hier. Ich habe jetzt schon 16 Stück. Okay, bist bereit? Ich bin bereit. So, dann. Bup. Redstone, Lapis, Flint, Redstone, Gold.
Smaragd. Ja, nur normaler. Redstone. Diamant normal. Lapis. Kupfer. Lapis. Ein Pristine Emerald. Yes. Ja. Der ist echt gut. Damit kann man echt ein paar geile Upgrades mitmachen. Ich kann nicht mit dem Kopf nicht ernst nehmen. Ich muss die ganze Zeit an diesen Taschentuchspender denken. An den Taschentuchspender? Warum? Kennst du nicht diesen Taschentuchspender mit diesem Steinkopf? Wo der aus der Nase Taschentücher zieht? Nee. Oh. Aber der Kopf gibt mir Superkräfte. Den habe ich gerade aus der Geode gezogen. Stark. Logo hackt. Ja, ich habe ein Jetpack. Ich habe das 2011 Jetpack gerade. Siehst du doch. Ohne Jetpack könnte ich das doch gar nicht. Ja, schau. Du hattest gerade eine Schwimmanimation. Ja, aber ich kann in der Luft schwimmen. Oh, chillig. Gleich ziehe ich mein großes Obsidian-Schwert. Kannst du es inzwischen... Oh, yo, chill! Aui, aui. Warte mal. Was denn jetzt mit dem Prank? Warte mal, ich bin auf 41. Bist du voll? Nee, noch nicht. Dann rack mal kurz voll. Ja. Warte. Und... Ja, man kann also einfach Spieler schlagen und damit seine Waffe leveln. Gut, dann machen wir uns jetzt mal ans Craften. Ich möchte da was ausprobieren. Wen willst du überhaupt pranken? Ben, der ist aber auf dem Server. Ja, aber ich habe mir da was Cooles überlegt. Aber da muss ich erstmal ganz kurz mir das Crafting-Ding angucken, okay? Gut, ich verrate dir meinen Prank. Okay, ich möchte einen riesigen Obsidian-Prügel vor Bens Haus stellen. Und jedes Mal, wenn Ben online kommt, dann schwingt sich dieser mega... Das ist krank. Wird rausgeschnitten. Ich hab's gleich. Ich muss nur noch mal sicher gehen, dass ich hier alles habe, was ich dafür auch benötige. Wenn nicht, muss ich gleich noch mal in die Stadt. Ich hatte auch einen universellen Blockverstärker, aber wir benutzen deinen. Da benutze ich dann... Geht ein bisschen die Haltbarkeit von deinem runter. Das ist ja nicht schlimm, oder, Gamo? Fürs Labor machst du das doch gerne, oder? Ja, na klar. Dann jetzt wieder auf ins Geheimlabor. Auf ins Geheimlabor. Soeben reiche man mir den Blockverstärker. Danke. Blockverstärker Level 1. Wow. Soeben verstärke ich mir die Blöcke. Man möge mir verzeihen, dass ich so einen äußerst großen Prügel mit mir herumtrage. Kommt das eigentlich manchmal einfach so aus deinem Mund raus oder hörst du dir auch manchmal dabei zu? Hm? Der hat schon wieder vergessen, was er gesagt hat. Hä? Gammo, hörst du dir eigentlich mal zu? Aus deinem Mund kommt irgendwie immer nur Hate. Hate? Nee. Ja. Ich bin Supporter. Seit Tag 1. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob du mich wirklich supportest. Supporter? Oh mein Gott, du bist wirklich einsam. Da sind so viele Mobs, Alter. Ist das krank. Wenn du weiter so machst, darfst du vielleicht auch mal mein Obsidian-Schwert halten. So, dann mache ich mich mal hier ran und stelle jetzt das äußerst unterhaltsame Prank-Gerät her. Okay, Gambo, dann möchte ich jetzt, dass du dich mal irgendwo mit dem Kopf an die Wand stellst. Ja, warte dann, mal, warum denn jetzt ich? Ich dachte, weil wir kurz was ausprobieren. Ich möchte deine Reaktion sehen. Also, meine Idee wäre, du stellst dich jetzt einfach halt so, ja genau, da wo du jetzt stehst und dann holst du aus deinen Kopf mit einer Menge Schwung. So viel Anlauf wie geht. Und dann hämmerst du deinen Kopf gegen den Stein. Bis zur Bewusstlosigkeit. Das ist der Prank. War eine Hose. Ja, Mann, hier sind überall so Stripman-Gänge von dir, Junge. Ist das krank? Der ganze Berg ist unterhöhlt. Mann, okay, ey. Stell dich dahin. Genau, guck die Wand an. Ja. So, warte, ich muss hier noch die letzten Dinger platzieren. Ich brauche noch ein paar Steine. Dann nehme ich mir mal ein paar aus der Kiste. So, ich habe mir ein kleines Podest gebaut, wo ich beides gleichzeitig sehe. Okay, let's go. Sind das Nukes? Ja. 6 Stück. Bleib stehen. Noch eine falsche Bewegung, ich zünd das. Du hast deine ganzen Items hier. Na und? YOLO. 6 Stück. Das wird übel scheppern, oder? Aber was ist das? Also, aber die zündest du jetzt nicht hier unten. Na klar, ich zünde die jetzt hier. Ich dachte, wir pranken Ben und du zündest 6 Nukes zum Labor. Wir zünden jetzt halt 6, um einfach mal zu testen, wie groß der Sprengradius ist und dann... Ich trau mich nicht, weil... Gib mir die Fernbedienung, ich drück drauf. Okay, ja. Aber nicht wirklich jetzt draufdrücken, weil die sind verlinkt, ne? Ich hab schon drauf gedrückt. Was?
Nee, du hast nicht drauf gedrückt. Das wackelt. Du das? Das Einzige, was hier wackelt. Das Einzige, was hier wackelt, ist dein Kopf, Gambor. Da wackelt. Alter, es schallert aber anders. Ich hab nicht drauf gedrückt. Drück mal drauf, komm. Komm, drück drauf, Gambor, drück drauf. Aber ist es nicht der Nervenkitzel, auf den großen roten Knopf zu drücken? Junge, du bist krank. Also wenn du die jetzt wirklich scharf gestellt hast, bist du krank. Was zum? Ist das ein Projektor? Ja. Du, Bro. Ja, hier steht der auch noch. Hey, ich wollte gerade sagen, so, warte mal, bei mir ist so alles auf Potato eingestellt, aber die 6 Blöcke kriege ich ja wohl noch gerendert. Ist das kacke? Warte, mal, ich hätte halt wirklich drauf gedrückt, ne? Ja. Sei ich dir ehrlich. Geh mal wieder her. Ja. Ja. Das wäre so geil, wenn das. Nee, kann man nicht einklicken, die sind ja nicht da, die sind ja nicht real, die Blöcke. Mann, ey. Wo projiziert er das eigentlich hin, wenn ich hier vertikale Projektion anwähle? Hä, wo sind die Blöcke hin? Ah, da. Oh. Ah, theoretisch mit 2 kann man eine ganze Fläche simulieren. Ja, wir müssen nur überlegen, wie wir das am besten ausrichten. Wir können das easy auf meinem Grundstück platzieren, versteckt. Weil du kannst halt auch da, du kannst halt auch easy Wände drum bauen. Oh, ich bin da gerade durchgefallen. Das ist geil, ja. Echter Boden. Ja, das ist mir klar, aber ich bin da trotzdem draufgesprungen. Guck mal, Gambo. Wir müssen uns aber auch eine schöne Story dazu ausdenken. Ja, okay. So, warum bist du jetzt so? Also, was, da muss irgendeine Sicherung bei dir durchgebrannt sein. So auf verrückter Wissenschaftler angelehnt. Und ich schrei dann sowas wie, oh nein, so helfe mir doch jemand. Na, dann lass mal zu meinem Haus gehen. Nee, oh, wir können das einfach in meinen Baum oben reinmachen. Ja, never ever sieht er das da. Stimmt. Ist der auf seinem Grundstück gerade? Lass mich das checken. Ja. Der ist vorne sogar an seinem Eingang. Okay. Also wenn du es jetzt schnell projiziert bekommst, können wir ihn abfangen. Ja, ich bin dabei. Das sieht mir sehr nach einer Abmoderation aus gerade. Na, mach nicht mehr. Das ist unrealistisch. Ah, okay. Ich würde lieber doch eins machen, weil dieses mehr ist... Das ist so dieses Unnötige irgendwie, keine Ahnung. Digga, dieser Kopf, wirklich. Guck mal, Gambo, ich habe hier richtig schöne Blöcke gemacht, während wir auf Ben warten. Das sieht doch imposant aus, oder? Hast du die mit seiner Werkbank da gemacht? Ja. Na, warte mal, ich mach mal noch ein paar andere. Nee, die sind's vielleicht nicht, dann kann man doch irgendwie... Nee, die sind's auch nicht, die sehen kacke aus. Dann nehmen wir mal die hier. Wie sehen die aus? Ja, das wird jetzt aber ein bisschen zu imposant. Guck mal, ob das jetzt wieder gematcht ist. Wie viel? Noch 3? Noch. Ja, so ist gut. Naja, das sieht viel zu imposant aus. Stimmt. Eigentlich wollte ich einen Zepter machen, aber dafür ist jetzt nicht mehr die Zeit. Das Ding steht nämlich gleich nicht mehr. Ich werde komplett jetzt eskalieren. Ja, du musst ihm schon wenigstens ein bisschen Zeit geben. Ja, ich lasse ihm kurz Zeit. Der soll ruhig die Chance haben. Was ist da los? Nein, mein Nein, Logo, also, ne? Na, lassen also, das erstmal ja, erklären. Ja, ich erkläre ihm das. Wir machen jetzt nicht den Logo-Einstieg. Weil das wäre sonst Quatsch. Also, ich habe ja noch diesen dämlichen Hut auf. Ja, deswegen sieht das so dämlich aus. Das sieht nicht viel besser aus. Ich bin von der Special Force vom Officer Department. Special. Du meinst die. Hey! Du hast gerade alles so schön sauber gemacht. Ich frage mich, warum diese Blitzableiter nicht rosten. So, Ben, stehen bleiben! Alter, warum ist hier ein Nuke auf meinem Grundstück? Alter, Logo, das also, ich weiß nicht, also das Ding wirst du jetzt halt hier nicht zünden. Es wird genau von hier nur uns beide auslöschen. Ja, kannst du mal diesen komischen Steinkopf abziehen, damit ich dir in die Augen gucken kann? Bevor er dir wirklich Ding hier drüber brät. Das ist meine neue Persönlichkeit. Ich bin jetzt Mr. X. Ich bin Mr. X. Was? Warte, was? Warte. Bist du Mr. X? Ich bin Mr. X. Und Mr. X wird heute wohl das zeitliche Segment. Und ich bin der Taki-König und jetzt? Ja, was hat denn hier Steinbirne für ein Problem mit dem Mr. X?
Was willst du, Fischkopf? Das war doch was! Hallo, ich werde auf den Knopf drücken. Ja, was ist denn? Warum steht die denn jetzt hier? Also, du hast auch Nukes und deswegen muss ich dich auslöschen, bevor du mich auslöscht. Ist doch klar. Also ich sag mal, faktisch gesehen habe ich jetzt gerade keine Nuke. Oh. Was? Warte mal, hä? Wann hast du eine Nuke? Wo bist du, Gambo? Ach, da. Der Fischjunge hat wirklich nur ein Auge, kann nur gerade ausgucken. Mr. X hat keine Nukes. Okay. Noch nicht. Da ist schon wieder dieses noch nicht, das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal. Logo ist paranoid geworden, der hat die ganze Folge nur darüber geredet, ja, dass er dich auslöschen will. Ich muss dich auslöschen, bevor du mich auslöscht. Weil wir sind Nachbarn, weil wenn hier die Nuke hochgeht, dann gehen wir eh beide drauf. Und wenn wir beide drauf gehen, dann ist eh vorbei. Aber ein echter Atomwaffenexperte sprengt doch nur außerhalb seines Grundstücks. Moment, ganz kurz, Leute, das ist wichtig. Ich hab die ganze Zeit schon gespürt. Ich hatte so Angst bei der Atombombe, ich habe die nicht mal auf meinem Grundstück gecraftet. Echt jetzt? Weil ich Respekt vor der Macht habe. Kann der hier mal aufhören zu flattern, bitte? Es reicht doch. Das ist ein Lebewesen, lass den doch. Das ist Flugheimer. Nein, der heißt der wirklich Flugheimer? Ich bin der Papst Flugheimer. Und ich habe beschlossen, dieses Grundstück wird jetzt eingeebnet. Du kannst mal dankbar sein, Gambo, weil der Chat hat 5D Gambe vorgeschlagen. Und das ist Benjamin! Kein Witz. Es ist kein Witz. Ich kann das nicht mehr. Leg mich hin. Also was gibt's denn jetzt hier zu klären, also Herr Steinkopf? Guck mal, du machst Gambo die ganze Zeit fertig, deswegen gebe ich Gambo jetzt einfach den Knopf. Ich werde da jetzt draufdrücken, ist mir egal. Zack. So, jetzt entschuldige dich, dass du ihn die ganze Zeit beim falschen Namen ich nennst. Dreht. Also kann ich die Nuke nicht auch einfach abbauen? Nicht, wenn ich schneller draufdrücke. Genau, Gambo könnte direkt draufdrücken, wenn du dich jetzt der Nuke näherst. Nicht, wenn ich ihn one-shotte. Ich hab nämlich einen Bleifinger! Ein Bleifinger hab ich! Gambo hat einen Deadman-Switch, der drückt da jetzt einfach drauf. Entschuldige dich doch einfach bei Gambo und dann ist okay. Nö. Nö? Komm, du sprichst seit 3 Tagen seinen Namen. Ich kann meinen Finger aus. Nicht mehr kontrollieren. Nimm du das Ding wieder, sonst drücke ich da wirklich drauf. Okay, du musst dich jetzt, Mr. X oder Ben, egal wer, muss ich jetzt bei Gambo entschuldigen, sonst drücke ich Ben, da drauf. Ich kenne keinen Ben, ich bin Mr. X. Okay, Mr. X, entschuldige dich bei Gambo. Okay, warte kurz, warte. Hey! Mann, ihr seid richtige Kackfreunde. Also ich bin ja Ben und ich entschuldige mich bei Gambo für mein Fehlverhalten. Okay. Und jetzt baut bitte bei der Atombombe ab. Ich schenk sie dir. Du darfst sie haben. Oha, das ist ja ein geiles Geschenk. So, da geht die Story jetzt weiter. Ich trage sie jetzt nämlich 50 Blöcke weiter. Dann wird nur mein Randbezirk weggesprengt und nicht mein Stargate. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da draufschlage. Du kannst sie einfach abbauen. Mit der Spitzhacke. Sicher? Ja. Bau einfach ab. Bau die mal ab. Ach, das war ein Projektor. Ach, du dummer Arschgeige. Hier ist ein Projekt. Wo ist der Projektor? Oh ja, jetzt spielen wir mal. Projektor. Finde den Projektor. Ja, der kann überall sein. Man kann das brutal verschieben. Ah, hier im Baum. Ja. Aber jetzt gehört der Projektor mir, sage ich dieses. Baum. Nein, du kannst den Projektor nicht abbauen. Nur derjenige, der ihn aufbaut, kann ihn abbauen. Ja, aber du kannst ihn abbauen und mir geben. Das wird er ja nicht machen. Aber du hast doch sogar. Ich habe mich schon gewundert, warum ich mich da so reinglitschen konnte vorhin. Aber ich dachte mir, ja, ist so. Jetzt haben wir die Nuke, jetzt müssen wir eigentlich auch eine zünden. Oh Gott, ich habe keine Nuke und ich habe auch nicht genug Sachen, die zu craften. Lass mal jetzt just for fun eine zünden, einfach nur so. Wo ist denn mein Blockzerstörer? Habe ich den. Ach, da. Ja, ich würde auch sagen, wir zünden jetzt einfach just for fun eine. Wohin gehen wir? Lass mal Flo's Haus sprengen. Ich find's schön, dass das jetzt hier ein offizieller Durchgang ist, aber warum ist denn der nur 2 hoch? Das ist richtig beengt, genauso auch zu deinem Fronteingang. Ja, man stößt dich hier trotzdem links. Fix das mal, also, Ben. Mach das mal einen höher. Das ist viel zu niedrig. Mach das Fronteingang ist 3 hoch außerdem. Das hier ist in Ordnung, aber mach die mal einen breiter. Aber dann mach doch bitte den Boden hier so eng eben, gemacht, oder? Schön Rüstung verliert immer. Weil das ist auch ein Geschicklichkeitsspiel. Guck, Gambo. Zack. Also ich kann das auch, aber... Ich meine, ich kann... Und das Ding ist, mir ist eh alles egal, weil ich kann auch diesen machen. Mir ist auch egal, weil ich kann auch so hochspringen. Jetzt baut er wieder die Atombombe auf. Warum hast du fliegenfressende Pflanzen... Fressen, Fliegen... Ja, warum denn nicht? Ist doch schön. Machen die irgendwas? Nö, die machen gar nichts. Aber nur Deko. Die fressen Äpfel, da muss ich die nicht aufsammeln vom Boden. Kannst du die dann irgendwie abernten? Sind das Fleischäpfel? Guck mal, die ist zugegangen, die eine. Oh, Isis Haus ist ja auch größer geworden.
Wenn wir jetzt einfach oben auf ihrem Dach eine platzieren, dann geht dann vielleicht bleibt nicht... die unterste Etage. Bestimmt. Boah, ich würde, es kitzelt halt in den Fingern, ne? Ich würde es so gerne einfach... Sollen wir mal eine im Meer zünden? Nee, dann ist super viel Wasser weg. Boah, ich würde schon gerne mal wieder eine zünden. Die ist auch noch ganz frisch, die ist vielleicht eine halbe Stunde alt jetzt. Oh, so jung noch. Ja, das ist eine ganz süße. Ja, Meer fand ich keine schlechte Idee. Im Meer? Ja, ich fand... Boah, da sieht man mal, was da... Okay, na dann... das Meer. Ah, hinten bei dem Dorf. Ja, dann müssen wir zum Dorf da hinten. An die Wasseroberfläche. Hier, genau auf Wasser. Scharf gestellt. Alter, Junge, was hat das für einen Sound gemacht? Hier ist man doch safe. Ja, hier ist man safe. Die letzte Explosion hat mich einen Totem gekostet, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja, ja. Ich baue eine Schutzwand. Nee, ich dachte, wir bauen uns jetzt Stühle und setzen uns hier vorne auf den Steg. Ach so. Hat noch jemand Holz dabei? Nee. Also ich baue hier kurz ein bisschen ab. Warte, ich hab. Aber wir müssen Stühle herstellen. Ja, ich hab genug. 3 Stühle, das wäre geil. Was ist die Reichweite? 70 Blöcke, 72. Ja, 70 so. Denkst du, das sind 70? Ich denke nicht, dass das 70 sind, nee. Tatsächlich. Okay. Ich will den ja. Nein, kann ich mit den. Der ist wenigstens ein Block noch weiter weg. Mit meinen Freunden beim Atombombentest im Wasser. Warte, ich muss Schild ausrüsten. So. Ich habe meine Taucher. Also ich glaube, uns erwischt es safe, ehrlich gesagt. Digga, okay. Und scheppert das hier vielleicht ganz anders weg. Ich habe 733 Level. Okay, dann let's go. Seid ihr auch so aufgeregt? Ohne Sirene ist das gar nicht der gleiche Vibe. Ja, stimmt. Ohne Sirene ist das, also da kommt es vor allem total überraschend. Ich habe schon drauf gedrückt. Vielleicht macht die ja unter Wasser nichts wie TNT. Mal darüber nachgedacht? Es sieht so aus, als ob nichts passiert. Oh. Geht aber, geht. Geht, ja. Oh, da geht einiges. Oh. Das kam genau in uns hoch. Ich hab Blähung, Leute. Ups, sorry. Aber da sind wir doch gut bei weggekommen. Es hat die ganzen Fische hier gekillt. Es hat sie auch direkt gebrannt. Schnell auch damit, Leute. Essen für eine Woche. Yippie. Alter. Oh, das Wasser. Oh, warte mal. Das sieht geil aus, glaube ich. Hey, das sieht ganz komisch aus. Guck dir das mal an. Hey, das ist so chunkweise das weg. Das ist ganz, ganz komisch. Oh, richtig viel gebratener Fisch. Bro, das ist so chunkweise einfach weg. Ja, ja. Hier sind so Wände noch, Wasserwände. Ja. Boah, die Sprengkraft. Boah, jetzt hier erstmal das Toilettenloch reinbauen. Also ich glaube, in Zukunft farme ich mein Essen nur noch so. Lass die Toilettenkrieger kriegen. Ja, lass. Das Headquarter der Toilet Warriors. Und Gambo ist der Vorsitzende, weil... Gambo hat aber die meiste Zeit von uns auf dem Klo verbracht. Das würde ich so nicht sagen. Alter, den Wal hat's nicht gekillt. Minecraft, Freunde, halten fest zusammen. Sie sind Minecraft, Freunde. Ein Leben lang, immer jederzeit bereit. Freunde für die Ewigkeit. Minecraft-Freunde lassen dich niemals allein.